Hallo, schön, falls ihr wieder dabei seid. Da in der letzten Folge Connor verreckt ist, Kopfschuss, einfach so, dachte ich, mache ich das Kapitel nochmal von vorne und probiere diesmal mal zu überleben. Weil es ist echt ärgerlich, sobald du einmal tot bist, werden alle anderen, alle Kapitel gelöscht, wo er nochmal vorkommt. Und da wir das ganze Spiel ja sehen wollen, Warum musste er sterben? machen wir nochmal weiter. Was ist vor dem Messerangriff passiert, Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Seit deiner Verhaftung hast du kein Wort gesagt. Wenn du nicht kooperierst, werden sie Gewalt anwenden. Ist es das, was du willst? Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten?
Warum bist du nicht einfach gegangen? Sie hätten dich sowieso gefunden. Ich war nur schnell. Wären sie es gewesen, hätten sie dich sofort erschossen. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Achtundzwanzig Stichwunden. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefleht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Bitte. Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte. Bitte. Sag einfach, ich habe ihn getötet. Ist das denn so schwierig? Hör auf. Stopp. Bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Schon gut. Schon gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Wenn du nicht redest, werden sie dich auseinandernehmen und analysieren, und zwar Teil für Teil. Sie werden dich zerstören. Verstehst du das? Du bist verängstigt und ratlos. Das alles hat dich sehr verwirrt. Rede mit mir, dann geht es dir besser. Sie werden dich foltern. Und nicht aufhören, bis du ihnen alles gesagt hast. So weit muss es nicht kommen. Das liegt ganz bei dir. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört, Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal und nochmal, bis er zusammenbrach. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe, damit ich gerettet werde. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. RA9. Wer ist RA9?
Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Ich bin fertig. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Weg mit ihm! Ach du Scheiße! Da gibt's noch echt viel. Na, machen wir mal weiter. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Mach auf. Wir müssen gehen. Bitte, wir wissen nicht wohin. Sie ist erschöpft und es regnet stark. Könnten wir einfach sitzen bleiben? Der Bus fährt jetzt zurück ins Depot. Ich kann leider nichts tun. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Hm.
Gehen wir mal dahin. Du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Und wo kriege ich einen Drahtschneider her? Ein Motel. Da haben wir unseren Schlafplatz. Gehen wir nicht rein? Wir brauchen $40 und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl.
Naja. Einpennt ist auch selber schuld, oder? Jetzt muss ich noch Geld klauen. Hier kommt jetzt nichts mehr. Komm, kehren wir um. Der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Kann ich helfen? Ich und ein kleines Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Also, es ist hier ein Supermarkt, Lady, und nicht die Heilsarmee. Ich kann nicht an jeden Penner aus der Gegend Geld verteilen. Warte draußen auf mich. Nur für 2 Minuten. Draußen warten? Aber warum? Bitte. Alice, vertrau mir einfach. Tut mir leid, ich habe keine Wahl. Legen Sie das Geld aus der Kasse auf den Tresen.
Ist okay, Alice. Wir finden schon noch einen Schlafplatz. Ja, aber ich weiß nicht wohin. Auto oder Haus? Auto oder Haus? Sieht verlassen aus. Wir nehmen das Haus. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Alice? Alice! Halt! Was machst du denn? Besucher. Rath mag Besucher nicht. Greif nicht. Sie verletzt Rath. Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht wird sie Ralph verletzen. Da, ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Pass auf, wir werden hier übernachten. Und morgen früh sind wir wieder weg. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wiederfangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts.
Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Geh lang. Na klasse, psychopathischer Roboter. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Mit denen übernachte ich jetzt. Ich hätte das Auto nehmen sollen. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Dieselben Buchstaben wie bei dem anderen Roboter. R9. Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum malst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier liegt ein Hirsch. Hier werden Hirsche gekocht. Ach du Scheiße. Ich hätte das Auto nehmen sollen. Definitiv hätte ich das Auto nehmen sollen. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend.
wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nicht glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Jetzt schlaf schön. Schlaf gut, Alice. So, hier hören wir erstmal auf. Vielleicht sehen wir uns zufällig am nächsten Mal wieder. Bis dann, ne?